4. September 1824 erblickte Anton Bruckner in der Augustinerstraße 3, dem alten Schulhaus in Ansfelden, das Licht der Welt. Der Geist Bruckners ist heute noch immer zu spüren in Ansfelden. Besonders beim Sinfoniewanderweg zwischen Ansfelden und St. Florian. In 10 Stationen werden auf Schautafeln einerseits die 10 Sinfonien Bruckners beschrieben, andererseits wird auch auf den historischen Hintergrund der jeweiligen Sinfonie eingegangen. Im Anton Bruckner Museum ist der Geist Bruckners besonders zu spüren. Man würdigt das Leben und die Werke Bruckners und man ist bemüht, Anton Bruckner so darzustellen, wie er wirklich war. Man will einfach wegkommen von dem Image, dass Anton Bruckner als sehr einfacher Mensch immer bezeichnet, beschrieben wurde. Und jetzt will man halt ihn mehr als sein, als das Genie, das er wirklich war, beschreiben. Die Stadtgemeinde Ansfelden freut sich, dass zu diesem Anlass Bruckners eine Reihe von Veranstaltungen stattfinden. Startschuss war der Philatelietag am 4. September. Wir befinden uns hier vor dem Pfarrhof in Ansfelden und am heutigen 190. Geburtstag von Anton Bruckner gibt es da drinnen am Philatelietag eine Briefmarke, die zu seinen Ehren aufgelegt wurde, zu erwerben. Zum Philatelietag im Pfarrhof Ansfelden hatten der Brucknerbund Ansfelden und die Post AG eingeladen. Heuer hat der Anton Bruckner ja seinen 190. Geburtstag und da haben wir als Brucknerbund uns überlegt, was machen wir? Unter anderem eben die Briefmarke, nachdem mein Mann und Stellvertreter im Brucknerbund ein hervorragender Fotograf ist. Die Briefmarke ist wirklich gut gelungen und die Marke zeigt das Bruckner Museum zusammen mit der Pfarrkirche Ansfelden. Keine leichte Aufgabe für den Fotografen, diese Bildkomposition zusammenzustellen. Ja, ich tue gern fotografieren und habe mir überlegt, wie könnte man das gut auf das Bild bringen. Nachdem ich nicht eine normale Kamera habe, war das gar nicht so einfach, weil man einfach, wenn man der Weitwinkel gefällt hat, der richtige dazu. Habe ich das öfters probiert im Frühjahr, dann waren dann keine Blätter auf den Bäumen. Dann habe ich gedacht, Geburtstag ist im Herbst, da braucht man ein bisschen aktuelleres Foto. Habe das dann halt eben spät. Früher, Anfang Sommer gemacht. Ja, und das Ergebnis sieht man hier und bin natürlich stolz darauf, dass das zu einer Briefmarke geworden ist. Die Philatelisten waren begeistert von dieser Marke und sie wird so manche wertvolle Sammlung erweitern, wie die Bruckner-Sammlung von Alois Hohensinn. Ich bin Hohensinn Alois, bin begeisterter Sammler und habe den Bruckner doch gesammelt. Und da gibt es mehrere Sachen, die ganzen, für die ganzen Jahrgänge her. Mit der Bruckner-Orgel, die was in St. Florian drüben ist. Ne? Und da hat er ja immer gespielt. Ne? Und da sind jetzt, bis da so Marken rausgekommen sind. Und da hat man auch Anton Bruckner mit den verschiedenen Marken, auch die deutsche. Und da haben wir im Bruckner seine berühmte Symphonie, was er geschrieben hat, und das 1200 Jahre Ansfelden. Wir sind ganz, ganz stolz, dass dieser berühmte Komponist vor 190 Jahren hier bei uns geboren wurde und haben deswegen auch eine Veranstaltungsreihe, zu der ich alle noch einmal ganz herzlich einladen darf, weil wir diesem großen Sohn der Stadtgemeinde Ansfelden alle Ehre erweisen wollen.